Erster Funfact des heutigen Videos: Trinkrucksack, geile Sache, aber man muss mit klarkommen, weil ich tue es nicht. So, Kilometer 230 oder irgendwie so. Ich bin immer noch in Polen. Ja, was wo sonst? So, Kilometer 250. Ich bin durch. Ich bin so 4 wach. Jetzt haben wir 12, 20 Stunden wach. Willkommen zu Nacht in der Wildnis Survival Game. So, mittlerweile in Benau angekommen und passend zum Thema Gravel gleich den Weg verlassen. Jetzt geht's auf den Trail und ja, sind nur noch 399 Kilometer. Wir sehen uns. Ich bin heute übrigens mit Trinkrucksack unterwegs, einfach mal, weil ich im Erzgebirge richtig schlechte Erfahrungen gemacht habe. Hab das Apidura-Ding, 2 Liter und ich hoffe, ich komme damit klar. Das Ding ist ganz cool, hab Handytaschen, hab Taschen für Snacks und so weiter. Ist gar nicht so schwer, gar nicht mal so ungemütlich. Hoffentlich funktioniert's. Übrigens werden dieses Mal die ganzen zahlreichen endlosen Sandpassagen ausgelassen zugunsten von diesen wunderschönen Kopfsteinpflasterplatten. Außerdem bin ich richtig froh, dass wir dieses Wochenende so richtig geiles Wetter haben. Einfach mal, weil gestern nochmal die Welt unterging. Und ja, jetzt auf so ein Outdoor-Adventure mit Regen, Kackwetter, kalt. Ah, kann noch ein bisschen warten. Ich hatte gestern übrigens voll den Horrortag. Warum? Also ganz kurz, mein Rad hat geknarzt. Ich will die Steckachse rausschrauben, mir bricht der Torx ab, hau das Ding mit einer Rohrzange raus. So, super, will die Steckachse vom Radsystem einschrauben. Passt nicht, ist ein Millimeter zu breit, warum auch immer das Rad. Okay, hatte noch einen Ersatzlaufradsatz zum Glück. Es klingt zwar alles mega easy, allerdings war das halt ein riesengroßer Aufwand. Reifen abziehen, Scheibenbremsen runter, Kranz runter und so weiter und so weiter. Und ja, jetzt knarzt nichts mehr und ich bin semi-happy. Es geht heute auf und ab, ziemlich huggelig. Und ich glaube, dadurch entstehen die 1800 Höhenmeter, die wir vor uns haben. Statt viel Sand haben wir auch sehr viel Kopfsteinpflaster. Richtig entspannt, schüttelt durch, gut für die Beine und gut für den Kopf. Mittlerweile bin ich in der Märkischen Schweiz. Ich könnte jetzt gucken, ob ich eine Pause mache, aber eigentlich habe ich gerade ein Video gegessen. Und ja, eigentlich habe ich noch keinen Bock, Pause zu machen. Lieber fahre ich jetzt erstmal berghoch. Übrigens ist so ein Trinkrucksack auf der Unebene fast genauso schön wie das Meeresrauschen. Und für die Statistik, heute verfahre ich mich relativ wenig. Ich habe jetzt gleich 80 Kilometer. In 6 Kilometer sind wir beim ersten Checkpoint. Und es bleiben mir noch genug Kilometer, um sich zu verfahren. So. Ich bin mal wieder irgendwie goldrichtig. Oder auch nicht. ist das ein Weg? Das ist kein Weg. Ja. Da ist nichts. So, wir sind jetzt in Lietzen und jetzt müssen wir so eine lustige Steinwand suchen. Da ist ein Ritter. Also ich bin jetzt einmal um die Kompromisse herumgefahren und die Infokarte ist natürlich 20 Meter wieder weg. Und zwar hier. Ich
Also ich bin ja Trinkwasser auf so einen Friedhöfen immer sehr skeptisch gegenüber. Ja. Ich bin eigentlich immer sehr skeptisch, was Wasser von den Friedhöfen angeht und sonst wie. Aber ja, mal gucken. Ich habe zumindest lieber Wasser dabei, als gar kein Wasser zu haben. Und der nächste Ort, wo es Wasser geben dürfte, ist Frankfurt in ca. 40 Kilometern. So, die ersten 100 Kilometer sind durch. Um 6.30 Uhr bin ich gestartet. Jetzt haben wir kurz nach 12. 20 Kilometer noch bis Lubice, da gibt es Mittag, Wasser auffüllen und den ganzen anderen Quatsch, was wichtig ist. Ansonsten geht es mir ganz gut, ein bisschen warm, aber Wasser habe ich auf jeden Fall genug und weiter geht's. Ciao! So, das ist dann wohl schon Frankfurt. Weil da ist Lubice, da ist die Brücke, hier bin ich. Schau mal, eine Kuh. So, ich finde halt die polnische Seite der Oder einfach nur optisch ziemlich toll. Wild zugewuchert. Mag ich lieber als die deutsche Seite. So, und das war's mit dem asphaltierten Radweg. Jetzt kommt das und nachher kommt schöner Schotter. So, willkommen zu Seven vs. Wild. Ich präsentiere euch meine eigene Insel. Feuer habe ich auch schon gemacht. Steinkreis, alles da, was man braucht. So, Beach Time. Eigentlich ziemlich nice. Riecht etwas nach Fisch. Ja klar, das Ding ist ständig überflutet. Möwen, sonstige Viecher. Also, ja. Oh, da seid ihr wieder. Also ich muss sagen, das mit dem Trinkrucksack dachte ich am Anfang, ja, nicht so geil, man schwitzt. Eigentlich muss ich mittlerweile sagen, es ist super bequem, vor allem Offroad. Du kannst immer trinken, auch beim Fahren. Du kannst das Ding einfach zumachen, hängen lassen. Ist gar nicht mal so schlecht und auf langen Strecken. Vor allem im Wald vielleicht empfehlenswert. So, Kilometer 160 und jetzt kommt irgendwie das große Nichts. Das hat sich richtig gelohnt. Cycling is all. Also wenn das nicht aussieht wie gemalt. Eigentlich muss ich sagen, diese polnische Waldautobahn gefällt mir richtig, richtig gut. Und ganz ehrlich, so erhoffe ich mir auch Wien-Berlin, den Super Gravel. Einfach endlose geile Wege. Und bevor ich vergesse, euch diese mega nice Waldautobahn zu zeigen, machen wir das jetzt. Hast du nicht gesehen? Also bisher muss ich sagen, ist der Gravel einfach ein Traum. So, jetzt kommt vermutlich der kleine gemeine Teil. Unsere schöne Waldautobahn ist jetzt eine noch schönere Waldautobahn. Und zwar haben wir dieses richtig nice, böse Profil, das vermutlich gar keiner mag. Oh je, Alter. Willkommen in Polen. Erstmal vom Hund verfolgt. Ich bin jetzt im dritten Checkpoint, 202 Kilometer. Hier ist ein richtig geiler Schlafplatz. Mega geil, super einladend. Jetzt ist 20 Uhr. Noch 80 Kilometer bis spät. Also ich schätze mal, das dauert 4 Stunden. Ich möchte mich allerdings noch nicht hinlegen. Weil, ja, ich jetzt den Tag nutzen, so lange wie es geht, weil ich denke mal, es wird noch dunkel genug. Und Hauptsache, ich habe mehr als die Hälfte irgendwie, um ein bisschen zu schlafen. Vielleicht dann eher die Nachtstunden. Mal schauen.
Es ist übrigens sehr ironisch. Kaum bin ich von der optionalen Schlafstelle weg, kommt bei mir richtig die Müdigkeit durch. Ja. So, Kilometer 230 oder irgendwie so. Ich bin immer noch in Polen. Ja, was, wo sonst? Hab jetzt eine Tankstelle gefunden. Kaffee gibt's nicht, aber immer Cola, ein bisschen Naschkram, was zu essen. Und dann geht's weiter. So, jetzt wird schlagartig dunkel. Auch schon relativ kühl. Zum Glück habe ich die Jacke dabei, habe noch die Weste, falls wirklich kalt werden sollte. Und ja, die Tankstelle, glaube ich, war ziemlich gut. Die hat bis 23 Uhr auf. Jetzt kann ich noch ein bisschen fahren. Hab noch eine Stirnlampe dabei für später. Und ja, mal gucken. Also, der Lichtlevel ist, glaube ich, ganz okay. 240 Kilometer, immer 40 Kilometer raus aus Polen. In 12 Kilometern kommt der nächste Checkpoint. Und ja, jetzt auf jeden Fall noch eine ganze Weile fahren. So, Kilometer 250, ich bin durch, ich bin seit 4 wach, jetzt haben wir 12, 20 Stunden wach. 250 Kilometer Offroad reicht mir erstmal, jetzt werde ich mich, glaube ich, gleich 3 bis 4 Stunden hinlegen, mal gucken. Hab hier eine richtig coole Hängematte, Take It to the Moon. 230 Gramm, relativ leicht und ohne Moskitonetz, und die spanne ich jetzt mal auf. So, kurz nach 4, ich habe mich kurz nach 12 hingelegt, einfach mal, weil ich durch war. Und ja, jetzt geht's weiter. Die Nacht war bedingt unbequem. ich hatte keine Isomatte dabei, wollte eigentlich auch gar nicht, weil ich halt auch gar nicht so lange schlafen wollte. Also 4 Stunden sind okay, finde ich, für ohne Isomatte. Ja, Problem, die Schnüre für die Hängematte waren ziemlich dünn, also es waren nicht die richtigen, sind gerissen nach dem Aufstehen, und ja, war eine semi-gute Nacht. So, ein paar Gravel, haben sie gesagt. Das macht ziemlich Bock, haben sie gesagt. Gravel klettern am Morgen, fast so schön wie Kaffee. Und das ist halt die Belohnung, wenn man morgens so viel draußen ist. So, bevor ich jetzt wieder vergesse, irgendwas zu filmen, ich bin mittlerweile in Deutschland, 281 Kilometer. Und ja, da bin ich lang gefahren, deutsche Seite der Oder, und ja, jetzt geht's erstmal hier lang. Es läuft auf jeden Fall. Oh. Alter! Das ist doch nicht euer Ernst! Das ist doch nicht euer Ernst, Alter! Willkommen zu Nacht in der Wildnis Survival Game. So, also fahren auf jeden Fall nicht. Laufen ist besser. Es ist ziemlich nass, feucht, aber ja. Und auf jeden Fall war ich richtig, der Weg stimmt. Da geht's weiter nach Schwedt. Auf geht's. So, und Dekoration darf bei so einem Gravel ja auch nicht fehlen. Bah, zu viel. So, Schwedt ist durch. Kilometer 292 und der letzte Checkpoint auch. Jetzt bleiben noch knapp 100 Kilometer. Oh, wird noch ein langes Stück. So. Willkommen in der Hölle des Nordens. Kopfsteinpflaster, Kopfsteinpflaster, Kopfsteinpflaster.
So, nach den geil. So, nach den geilen Tracks gibt es einigermaßen fahrbare Waldautobahn. Bisschen wackelig, aber desto schneller man fährt, desto glatter wird es. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, wer sich freut, dass der 400er Gravit nicht so viel Sand hat, dafür hat der Gravit umso mehr Kopfsteinpflaster. Da-da! So, Kilometer 53 und diesen Untergrund, den kann ich irgendwie nicht zuordnen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das ist. Der 400er Gravit ist eigentlich auch nur so hart, weil er sehr, sehr lang ist. Wir haben sehr viel Kopfsteinpflaster, wir haben viel Wald natürlich, wir haben auch mal längere Stellen ohne Tankstelle, ohne Pizzeria und so weiter, vor allem in Polen. Man irrt sehr wenig umher. Man muss sehr selten nach Wegen suchen. Es ist alles oft sehr ersichtig, sehr viel Kopfsteinpflaster. Es gibt eigentlich genug Wasserstellen, wie zum Beispiel Tankstellen, Pizzeria und so weiter. Versorgungsmäßig ist der Gravit eigentlich sehr, sehr gut geplant. Es gibt Tankstellen, es gibt Wasserstellen, es gibt Restaurants, wie zum Beispiel Slobice oder der Rastplatz jetzt. Allerdings sollte man auch hier und da mal ein bisschen gucken, dass man die findet. Manchmal liegen sie neben dem Track, aber sind oft sehr ersichtlich. Und ich hatte jetzt 4 Liter dabei und war sehr zufrieden. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!